Liebe Zuschauer des TV-Rheinterrasse, liebe Hörerinnen und Hörer, ich stehe hier in der Kirche St. Alban Bodenheim, in dem Kirchenraum, in dem wir als Gemeinde zu Ostern das Fest der Auferstehung Jesus, unseres Erlösers, feiern werden. Das Fest und die Liturgie des Osterfestes haben viele Bezugspunkte. Bei diesen Feiern sind sie wichtig. Das Feiern der Karwoche, der letzten Woche vor Ostern, hat da für uns als Gemeinde schon am Palmsonntag begonnen, als wir in der Prozessionsordnung von der kleinen Kapelle im Lörzweiler Weg hier in die Kirche gezogen sind und so den Einzug Jesus in Jerusalem nachfeierten. Als nächsten Höhe- und Bezugspunkt auf dem Weg zur Osterfeier hin, begehen wir am Gründonnerstag. Jesus feierte ein Mahl, wie es die Juden am Passachfest feierten. Diese Feier, der Sederabend genannt, beginnt bei den Juden mit dem Waschen der Hände. Jesus greift dies auf und macht daraus das besondere Zeichen, das seine Hingabe an uns Menschen zeigt. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Den Jüngern fällt es nicht leicht, diesen Dienst von ihrem Meister anzunehmen. Aber schon mit dieser Geste der Demut allein weist Jesus auf sein Testament, das er mit uns Menschen schließt, hin. Diese Fußwaschung ist daher nur der erste Teil seiner für uns erlösenden Handlung, die wir in der Gründonnerstag-Liturgie feiern. Zum Hauptteil dieser liturgischen Handlung gehört die Feier des Abendmahles, des letzten Mahles Jesus mit seinen Jüngern. Auch da bleibt unser liturgisches Feiern in der Kar- und in der Heiligen Woche nicht stehen. Jesus wollte die Jünger aller Zeiten ganz in seine Gemeinschaft hineinnehmen. Zu dieser Abendmahlfeier werden wir als Christen das ganze Kirchenjahr über bei jeder Eucharistiefeier eingeladen. Jesus als der Sohn Gottes will den Menschen aller Zeiten dienen. Immer wenn wir die sogenannte Heilige Messe feiern, ist Jesus mitten unter uns und er selbst reicht sich uns als das Opferlamm, als das Lamm zur Speise. Ein neuer Höhepunkt in den liturgischen Handlungen auf das Osterfest hin steckt im Karfreitag. Da begeben wir uns symbolisch gesprochen mit Jesus auf seinen Leidensweg. An den erinnert uns hier in der Kirche St. Alban bildlich dargestellt die 14 Bilder an den Kirchenwänden, der sogenannte Kreuzweg. Die Liebe Jesus, die bis zum Äußersten geht, seine Hingabe, wird durch sein Sterben am Kreuz dargestellt. Sein Tod ist die höchste Aufbietung dieser Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt, lesen wir im Johannesevangelium. Die 15. Station. Das letzte Bild wäre das Bild mit der Auferstehung Jesus. Ganz konkret beginnt das Osterfest mit der Auferstehungsfeier. Am späten Karsamstag beginnen wir die Liturgie der Osternacht, Ostern, um mit der Segnung des Feuers, des Osterfeuers, der sich ein Wortgottesdienst mit Lesungen über die Heilsgeschichte anschließt, zu feiern. Von der Erschaffung der Welt als gutem, heilvollem Lebensort für alle wird darin gelesen. Dann wird an die Führung Gottes, an die Befreiung Israels aus Ägypten gedacht und das Geschenk der Freiheit von der Sklaverei und dem Leiden, wie an das Führen in eine befreiende Zukunft erinnert. Diese Lesungen
bereiten uns auf die Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft vom leeren Grab vor. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und wir Menschen werden zum Leben auferstehen. Das ist Gottes wunderbare Bestätigung des Glaubens von vielen Generationen und die Antwort Gottes auf die Sehnsucht aller Menschen nach Heil. Durch die Auferstehung Jesus sind wir erlöst. Alle Geschaffene finden ihre Erfüllung nicht in der ständig wiederholenden Routine und in der Geschäftigkeit, nicht in Arbeit und Produktivität und es erschöpft sich nicht in seinem Nutzwert. Es ist gemacht, um am Leben Gottes teilzunehmen. Ich lebe und ihr sollt leben. Die feste Zusage des Auferstandenen zielt auf Leben in Überfluss für alle, die zu Christus gehören und ihm Vertrauen hin. Das wichtigste Wort für den Glaubenden wird zu Ostern gesagt: Jesus ist auferstanden. Und auch wir Menschen sollen auferstehen. Ich lebe und auch ihr werdet leben. Das ist die frohe Botschaft, die von nichts übertroffen werden kann. Der starke Tod ist von Gott besiegt worden. Auferstehen heißt zunächst eingehen in eine andere, neue Wirklichkeit. Es ist aber auch eine Auferstehung hier und jetzt. Das, was uns am meisten am Leben hindert, das ist die Angst. Sie liegt oft wie ein schwerer Stein auf uns. Und genau diese Angst soll uns genommen werden. Durch die Auferstehung haben wir das Leben auf unserer Seite, selbst wenn wir mit dem Tod bedroht werden. Das Leben kann beginnen, hier und jetzt und für immer und ewig. Liebe Zuschauer des TV Rheinterrasse, liebe Hörerinnen und Hörer, als Pfarrer unserer Gemeinde St. Alban lade ich Sie schon jetzt auch im Namen unserer Pfarrangehörigen zu unseren liturgischen Feiern an den Ostertagen sehr herzlich ein und wünsche Ihnen ein gesegnetes und frohes Fest. Ich wünsche allen denen, die Ostern feiern, die Freude einer Begegnung mit dieser neuen Wirklichkeit, der Auferstehung, die uns Jesus gebracht hat. Und ich wünsche Ihnen die Freude des Mitfeierns an der Auferstehung.